Ein Kind von Langzeitarbeitslosen zu sein, kann viel bedeuten. Am prägendsten sind vor allem die fehlenden Erfahrungen. Wie ein Familienurlaub ist, wie ein gutes Sonntagsessen schmecken kann und wie hilfreich in manchen Situationen spendable Patentanten doch sein können. Am heftigsten vermisst man jemanden an seiner Seite, der einem jenes Grundvertrauen einflößt, das andere schon mit der Muttermilch eingesogen haben. Denn auch Chancen brauchen Mut und meist auch etwas Geld. Umso mehr bewundere ich an meiner Mutter, dass sie es immer wieder schaffte, mir Erfahrungen zu ermöglichen, die andere Hartz-IV-Kinder wohl kaum machen können. Ich erhielt Klarinettenunterricht, ich nahm Ballettstunden und ich machte mein Abitur im Ausland. Es geht immer wirklich um Grundbedingungen und wenn dieser Druck ständig da ist, ist das ein Stressfaktor, der einfach, würde ich sagen, ins System übergeht. Und als Kind nimmt man das so hin, man liebt seine Eltern sowieso, es gibt auch schöne Momente, aber dass dieses Gefühl, diese Schwere da bleibt und einem irgendwann auffällt, dass es bei anderen irgendwie alles einfacher ist, weil da geht es vielleicht um Problemlösungen, aber es gibt eine ganz andere Grundsituation. Mir war ganz wichtig, dass meine Eltern in diesem Buch zu Wort kommen. Deswegen sind auch die Zitate von meiner Mutter für mich ganz zentrale Bestandteile des Buches, weil es einfach nicht von oben über meine Eltern sein soll, sondern die sollen sich mit dem Buch gut repräsentiert fühlen und nicht schämen müssen. Die Armutsdimension, die jedoch in unserem speziellen Fall am schwersten wiegt, liegt im Sozialen. Abgesehen davon, dass wir viele kulturelle Veranstaltungen nicht besuchen konnten, dass wir nie ins Restaurant gegangen sind, nicht zum Friseur, nicht Kaffee trinken und unterwegs kostenpflichtige öffentliche Toiletten vermieden haben, hatten wir keine Bekannten, kein soziales Umfeld, das hilfreiche Kontakte zu anderen geboten hätte. Wir lebten wie in einer Luftblase in unserer eigenen Welt, wie von einer gläsernen Membran getrennt von dem Alltag mit Abendbrot und Spreewaldgurken. Ich habe immer sehr viel mir gewünscht und einen bestimmten Punkt erreichen wollen und es hat nicht immer funktioniert. Ich habe jetzt das Gefühl, ich habe zum ersten Mal einen festen Job, ich habe ein festes Gehalt. Auch das befristet, aber trotzdem ist es eine unglaubliche Erleichterung. Mein Wunschbild von Familie ist natürlich auch jemand, der an meiner Seite steht, ein Partner, der da ist und dass ich nicht dieses Gefühl habe, ich muss alleine alles machen, wie meine Mutter es gemacht hat. Beziehungsprobleme können uns fast völlig blockieren. Gegen Lethargie und Verlustangst anzukämpfen, kostet in solchen Phasen alle Kraft. Fühlen wir uns geborgen und als Person bestätigt, können wir es, ohne zu jammern, mit materiellen Engpässen, langen Arbeitszeiten oder hoher Belastung aufnehmen.